Was ist das? Ich hab schon gerade. Servus, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Eiskalt TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. War das genug Deutsch für heute? Du bist nervös. Verständlich. Ich bin brutal nervös, denn heute geht's um Schätzfragen mit Bestrafung Software. Jeder Fehler wird schmerzhaft. Jeder hinter der Kamera stellt uns Fragen im Bereich Deutschland. Wir wissen es nicht genau. Und jetzt zählt's. Wer hat besser in der Schule aufgepasst? Oh Gott, wer hat besser in Geschichte aufgepasst? Wer hat besser in Gemeinschaftskunde aufgepasst? Finna lacht schon, weil er sich denkt, die Frage kann man bestimmt beantworten. Werde mal auch. Ich zumindest. Bei mir ist noch nicht so lange her. Ich bin der Sieger. Deswegen, Kevin, bist du bereit? Es geht. Nein, also bitte. Wie groß ist Deutschland in Quadratkilometern? Alter, halt's auf. Ich kann sowas null einschätzen. Das ist ein Quadratkilometer. Ich kann sowas echt null einschätzen. Wenn ich jetzt rechne. Ich wüsste nicht mal, wie groß Kevin ist. Ey, ich kann nur schätzen. Absolut. Ich habe keine Ahnung. Ja, hast du was? Ja. 222.000. Was? Quadratkilometer. Fuck. 150.000. Ah! Bist du bereit? Oh, Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Kevin, wir bleiben jetzt stehen. Okay, 3, 2, 1. Bist du bereit? Okay. Die Antwort war 375.000. Was? Wie kann es sein? Wir wohnen ja im schönen Kehl. Ja. Oh nein. Wie weit ist denn unsere Hauptstadt Berlin von Kehl entfernt? Luftlinie. Oh nicht Gott. Fahrtweg, sondern Luftlinie. 606 Kilometer. Hey, er ist böse weit davon entfernt. 2500. Was? Aber bin ich voll weit davon entfernt? Bist du verrückt? Wer weiß das? Bist du verrückt? Bist du verrückt, Ständchen? Ah! Ich bin so. Es sind 599 Kilometer. Ja! Was hast du gehabt? 606? Wie hoch ist die Zugspitze, also der höchste Berg von Deutschland? Junge, hör doch mal auf mit normal. Echt, sowas hab ich keine Ahnung. Ich war noch nie. Ja, ich mach es wieder. Snowboarde. War noch nie. Klettern. Hab was. Wie hoch? Wie hoch? Alter, hör doch 3575 Meter. Okay. Ernst, ich hab 2500. Ich weiß nicht, wie hoch es ist. Ich auch nicht. Wie hoch ist der Feldberg? Papa! Wie hoch ist der Feldberg? Oh mein Gott, dann bin ich sowas von falsch, dann bin ich sowas von falsch. Ja. Bin bereit. Es sind 2962. Oh, wie knapp. Stimmt. Wie viele Menschen haben Deutsch als Muttersprache? 60 Millionen. Ich habe 50 Millionen. Okay. Also das soll klar sein, dass 50 ist. 50 Millionen. Und das sind Millionen, das soll auch klar sein. Was ist das? Okay. 50 Millionen gewesen, okay. Bin erwischt? Ich hab klar. Ich bin einfach nur zusammengezogen. Okay. Ah! Stimmt, über 100 oder so. 130 Millionen. Ja, irgendwie ist das so klar. So, da uns das natürlich nicht genug ist und wir nicht genug Schmerzen haben, ne? Okay. Dadurch, dass ich den 3 abbekommen habe und natürlich wie ein Mann das wegsteckt. Da kommt jetzt Instagram. Und deswegen haben wir gesagt, die letzten 2 machen wir einfach beide. Er hat gerade entschieden, wir machen den letzte, aber nein, ich entscheide jetzt, wir machen beide frontal. Das heißt, wir müssen jetzt beide uns dann nach vorne hinstellen, unser Gesicht verdecke, unsere Nippel verdecke und dann geht's auch schon los. Bitte schön, Finna. Soweit ihr wisst, hat Deutschland knapp 82 Millionen Einwohner. Mhm. Wie viel davon wohnen in Städten? Ey, was ist das? Was kannst du mit einschätzen? Also nicht in Prozent, sondern auch in Millionen. Ja, trotzdem. Es leben ja immer noch mega viele Menschen auf dem Land. Guck mich an. Ja, okay. Das sollen 30 sein. Ja. Was hast du? 45 Millionen. Ich hab 30 Millionen. Okay. Ich bin unter der Hälfte. Ey, bin ich du? Was? In Städten? In Städten. Wie viel wohnen in Städten? Ich hab's andersrum gewonnen. Oh mein Gott, egal. Ja, nee, dann so scheiße vorne rum! Ja, dann bin ich jetzt selber schon. Ey, wenn du meinen Ellenbogen triffst. Ja, aber nicht auf den Nippel, oder? Nein, ich versuche nicht den Nippel. Das weißt du, das ist schon ungefähr. Bei mir. Ich weiß, wo der Nippel ist. Pippa! Am Bauchnabel, oder? Pippa! Oh, Alter, das tut doch böse weh, oder? Ich dachte. Ich krieg deine Luft nicht. Okay. Ich krieg deine Luft nicht. Okay. Okay. Er zieht auf mich! Nein, er zieht auf mich! Ich hab's so gemacht. Nein, er zielt auf mich. Was war deine Antwort nochmal? 30 Millionen. Ja. Hör doch auf! Er zielt auf mich! Er zielt auf mich! Okay, ey. Hör auf zu zielen.
bevor ich überhaupt da stehe. Ja, guck mal, wie er ich guck mit! Ich will es hinter mich bekommen! Ah, okay, das tut weh. Ah, okay, das tut weh. Ja, okay. Ah, okay, das tut weh. Ah. Das sind 73 Millionen. Damit letzte Frage für das ja, Video. Bitte. Ja, jetzt ist ja eh zu spät, jetzt habe ich eh überall Schmerzen. Jetzt hat sie erledigt. Wie hoch ist der durchschnittliche Brutto-Monatsgehalt der Deutschen? Hey Junge, das ist Brutto? Im Monat. Brutal viel. Was, der durchschnittliche? Der durchschnittliche im Brutto. Brutto, nicht netto. Brutto. Brutto, total viel, netto nicht so viel. Vielleicht eins, ich kapier deins nicht. 8000. Im Monat. Im Monat, danke. 1350. Junge, ich verdiene halt bloß viel. Nee. Was ist die Antwort, darf ich sagen? Da bin ich safe sicher. 3771. Alter, das wird bös knapp. Ja, aber. Bös knapp nicht, aber es wird. Ich will den letzten Schuss machen. Okay. Hey, nein, 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 nein. Das war nicht abgemacht. Nee, Finger schießt. Du hast auch eine neue Regel erfunden. Du bist so ein Penner, weißt du schon gesagt. Normalerweise ja. Wenn du mir auf meinen Penis schießt, hasse ich dich. Okay, und das war's. Wir haben das schon geklärt, dadurch, dass meine Antwort absolut dumm war. Ich war kurz davor, 15.000 zu machen. Da habe ich mich noch auf 8.000 entschieden. Damit verabschiede ich mich schon mal bei euch. Vergiss die Glocke nicht zu aktivieren. Und denk dran, du darfst schon längst schießen. Das habe ich doch gemeint. Eigentlich. Ja, ja. Ich habe gedacht, du schießt schon längst. Ja.